Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach den jüngsten Gewalttaten in Deutschland hat Kanzlerin Merkel ein entschiedenes Vorgehen gegen islamistischen Terrorismus angekündigt. Dafür stellte sie heute bei ihrer vorgezogenen Sommerpressekonferenz in Berlin einen 9-Punkte-Plan für mehr Sicherheit vor. Zu den mutmaßlichen Tätern von Würzburg und Ansbach sagte Merkel, sie verhöhnten das Land, das sie aufgenommen habe. Zugleich verteidigte sie ihre Flüchtlingspolitik und die Äußerung, wir schaffen das, gegen Kritik. Die Kanzlerin nimmt sich Zeit, nicht nur für diesen Autogrammjäger. Gut 1,5 Stunden lang stellt sich Angela Merkel den Fragen der Hauptstadtpresse. Und weil sie ahnt, dass es ohnehin hauptsächlich um die Anschläge in Bayern gehen wird, stellt sie zu Beginn erstmal klar, nach Frankreich, Belgien und den USA sei der islamistische Terror auch in Deutschland angekommen. Diese Anschläge sind erschütternd, bedrückend und auch deprimierend. Es werden zivilisatorische Tabus gebrochen. Die Taten geschehen an Orten, an denen jeder von uns sein könnte. Die Konsequenz soll jetzt mehr Sicherheit sein. Dafür legt die Kanzlerin einen 9-Punkte-Plan vor. Mehr Geld und Personal für die Polizei gehört dazu. Die Hürden für Abschiebungen sollen sinken. Und die Bundeswehr könnte auch im Inland eingesetzt werden. Es ist jetzt an der Zeit, Übungen durchzuführen, die wir nach der geltenden Verfassungsrechtsprechung auch durchführen können, für terroristische Großlagen, wo unter der Führung der jeweiligen Polizei dann auch die Bundeswehr mit eingebunden werden kann. Dafür gibt es Lob von der CSU, die auch gerade ein Sicherheitskonzept verabschiedet hat. Die Schnittmenge der Forderungen zwischen der CDU und der CSU ist ausgesprochen groß. Es gibt über eine große Wegstrecke hinweg einen absoluten Gleichklang unserer Interessen und Forderungen. Die CSU-Parteiführung bleibt dagegen ungewöhnlich schweigsam. Ein Grund, der CSU-Plan geht beim Bundeswehreinsatz und in anderen Punkten weit über den Merkel-Plan hinaus. Und die Opposition sieht in den Vorhaben der Regierung auch keine glänzende Idee. Wenn dieser Punkteplan jetzt wirklich Ihr Plan sein soll, dann ist das nichts anderes als eine Bankrotterklärung. Sie bleibt in vielen Fragen im Ungefähren, sie kündigt an, sie redet um zentrale Probleme herum. Klar und deutlich wird Merkel in der Flüchtlingspolitik, da gäbe es nichts gerade zu rücken. Sie wiederholt den Satz, der wie kein zweiter für ihren Kurs steht. Wir schaffen das. Ich bin heute wie damals davon überzeugt, dass wir es schaffen, unserer historischen Aufgabe, und dies ist eine historische Bewährungsaufgabe in Zeiten der Globalisierung, gerecht zu werden. Grundsätzlich wiederholen auch die Grünen ihre Zustimmung dazu. Allein mir fehlen da weiter die Maßnahmen. Sie redet seit Monaten darüber, wir müssen es schaffen, aber die Integrationsmaßnahmen bleiben auf der Strecke. Oft wurden Dinge vorangebracht, aber oft auch halbherzig, da braucht es mehr. Trotz der vielen ernsten Themen, die Kanzlerin gibt sich zwischendurch gut gelaunt und gut vorbereitet. Ein Klassiker bei den Sommerpressekonferenzen, die Frage, ob Merkel bei der nächsten Wahl wieder antritt. Die Antwort, auch ein Klassiker. Sie werde sich zu gegebener Zeit äußern. Zur Pressekonferenz der Kanzlerin in Berlin jetzt eine Einschätzung von Thomas Baumann aus unserem Hauptstadtstudio. Wenige Tage nach den Anschlägen von Würzburg und Ansbach versucht die Kanzlerin, mit ihrer im europäischen Vergleich liberalen Flüchtlingspolitik Kurs zu halten. Dabei hat sie fast schon ein wenig trotzig ihr Motto »Wir schaffen das« bekräftigt. Sie weiß offenbar, dass Kurshalten alleine als Leitlinie in Zeiten des Terrors nicht ausreicht. Deshalb ihr 9-Punkte-Plan für mehr Sicherheit. Trotz des Lobs von der CSU heute sollte niemand glauben, dass die Umsetzung der 9 Punkte schnell und reibungslos läuft. Beim Einsatz der Bundeswehr im Inneren ist es gerade die CSU, die weitreichendere Pläne hat, etwa zum Schutz der Außengrenzen. Und die konsequentere Abschiebung von Flüchtlingen funktioniert nur, wenn die Herkunftsländer dazu auch bereit sind. Damit zurück zu Thorsten Schröder. Als Konsequenz aus den jüngsten Gewalttaten hat auch die bayerische Landesregierung ein neues Sicherheitskonzept beschlossen. Bis zum Jahr 2020 soll die Polizei um insgesamt 2000 neue Stellen aufgestockt werden. Auch die Videoüberwachung werde verstärkt, kündigte Innenminister Herrmann an. Zudem soll die Ausrüstung der Polizei verbessert werden. Vom Bund fordern Ministerpräsident Seehofer und sein Kabinett eine Ausweitung der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung. Polizei!
Mit einem Großaufgebot ist die Polizei gestern Abend im niedersächsischen Hildesheim gegen mutmaßliche Islamisten vorgegangen. Etwa 400 Beamte durchsuchten Räume einer Moschee des deutschsprachigen Islamkreises Hildesheim und Wohnungen von Vorstandsmitgliedern. Nach Informationen der Sicherheitsbehörden sollen Muslime in dem Verein radikalisiert worden sein. Demnach seien Moscheebesucher nach Syrien und in den Irak gereist, um sich der Terrormiliz IS anzuschließen. In der Türkei hat Präsident Erdogan per Notstandsdekret die Schließung zahlreicher Medienhäuser angeordnet. Die Redaktionen und Verlage sollen dem Prediger Fethullah Gülen nahestehen. Die türkische Regierung macht ihn und die Mitglieder seiner Bewegung für den gescheiterten Putschversuch verantwortlich. Außerdem forderte die Türkei Deutschland dazu auf, Gülen-Anhänger auszuliefern. Nach mehreren tausend Entlassungen beim Militär mussten heute auch 88 Mitarbeiter des türkischen Außenministeriums ihre Posten räumen. Die Nachricht des Tages, sie betrifft die Macher von Nachrichten. 16 Fernsehsender, 23 Radiostationen und 45 Zeitungen werden im Zuge des in der Türkei herrschenden Ausnahmezustands dicht gemacht. Ebenso Nachrichtenagenturen und Verlage. Der immer gleiche Vorwurf gegen sie, Nähe zur sogenannten Gülen-Bewegung. Die Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei dieser Tage, sie sind in wirklich großer Gefahr. Seit Tagen kommt es zu Verhaftungen von Journalisten, gestern weitere 47 Fälle. Ehemalige Redaktionskollegen der Tageszeitung Zaman werden in Gewahrsam genommen. Wir haben mit den vergangenen Tagen tatsächlich auch eine steigende Zahl an Nothilfeanfragen aus der Türkei von Journalisten, die unter Druck geraten sind und die sich an uns gewendet haben. Umbau und Säuberung auch bei der Armee. Hauptthema der ersten Tagung des obersten Militärrats nach dem Putschversuch vom 15. Juli, der Ersatz für etwa ein Drittel der höheren Offiziere und Generäle. Mehr als 10.000 Soldaten sind im Gefängnis, Tausende suspendiert. Nach Tagen regelrechter Säuberungswellen in Armee, Justiz, Bildungswesen und Medien mahnt die Kanzlerin heute in Berlin. Es ist gerade auch angesichts der Tatsache, dass 3 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln hier in Deutschland leben, für uns von allergrößtem Interesse, dass die Entwicklung in der Türkei diesem Gebot der Verhältnismäßigkeit entspricht. Zum Gebot der Verhältnismäßigkeit aber passt die neueste Forderung aus Ankara nicht. Deutschland soll Richter und Staatsanwälte, die der Gülen-Bewegung nahestehen sollen, an die Türkei ausliefern. Rein rechtlich kaum möglich. Die Auslieferungsforderung an Berlin, das Vorgehen Erdogans gegen Militär und Medien. Auf tagesschau.de beleuchten wir die jüngsten Entwicklungen in der Türkei in Analysen und einem Interview. Die EU-Kommission hat weitere 1,4 Milliarden Euro für die Versorgung von Flüchtlingen in der Türkei freigegeben. Damit stehen nun insgesamt 2,15 Milliarden Euro bereit. Ausgezahlt sind bisher rund 105 Millionen Euro. Im Rahmen des Flüchtlingspakts hatte die EU der Türkei insgesamt 3 Milliarden Euro bis Ende nächsten Jahres zugesichert. Die syrische Armee bereitet offenbar eine vollständige Einnahme der umkämpften Stadt Aleppo vor. Sowohl von der Regierung als auch vom Verbündeten Russland hieß es, es würden 3 Korridore eingerichtet. Über diese Wege könnten Zivilisten die belagerte Stadt verlassen. Sie erhielten dann Essen und medizinische Versorgung. Ein 4. Korridor sei für Kämpfer vorgesehen, die sich ergeben wollten. Noch ist Aleppo nicht gefallen, aber Syriens Armee zeigt sich bereits siegessicher. Das staatliche Fernsehen berichtet, syrische Soldaten kontrollierten die letzte Versorgungsroute der Rebellen jetzt komplett. Zum Beweis diese Bilder: zerstörte Fahrzeuge der Assad-Gegner in der sogenannten Castello Road und verlassene Schützengräben. Die Aufständischen sind unter Druck. Die von ihnen gehaltenen Stadtteile Aleppos nahezu vollständig umzingelt. Mindestens 200.000 Menschen sollen hier inmitten von Trümmern noch leben. Es gebe kaum Wasser, kaum Nahrung, so die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Auch die Vereinten Nationen sind alarmiert. Die humanitäre Situation ist zunehmend besorgniserregend, so der UN-Sondervermittler. Die Stadt ist de facto belagert, weil sie fast komplett eingekesselt ist. Es gibt keinen Zweifel. Für Aleppo tickt die Uhr. 4 Korridore sollen jetzt Zivilisten und Kämpfern das Verlassen Aleppos ermöglichen, so Russlands Verteidigungsminister heute. Die syrische Exilopposition weist den Vorschlag umgehend zurück, spricht von dem Versuch, die Bewohner Aleppos mit Gewalt zu vertreiben.
Syriens Luftwaffe wirft Flugblätter mit den Bedingungen der russisch-syrischen Initiative ab. Rebellen müssten sich ergeben, ihre Waffen abliefern. Nach unbestätigten Angaben eines oppositionsnahen Aktivisten sollen mehrere Familien bereits versucht haben, die umkämpfte Stadt zu verlassen. Bewaffnete Assad-Gegner hätten sie jedoch daran gehindert. Volkswagen hat in der ersten Jahreshälfte weltweit mehr Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum, trotz des Abgasskandals. Der Konzern setzte fast 5,2 Millionen Fahrzeuge ab. Der Gewinn von VW brach dennoch um mehr als ein Drittel ein. Die Zahlen seien aber besser als erwartet, teilte der Konzern mit. Insbesondere mit der Kernmarke VW Pkw gehe es allmählich aufwärts. VW-Manager Herbert Dies ist als Sanierer der renditeschwachen Kernmarke VW angetreten. Vor einem Jahr kam er von BMW zu Volkswagen. Die Kernmarke machte Ende des vergangenen Jahres noch Verluste. Im zweiten Quartal aber hat VW wieder etwas aufgeholt, rigide gespart, zum Beispiel Kosten bei Zulieferern gesenkt und insgesamt etwa 800 Millionen Euro zum Ergebnis des Gesamtkonzerns beigetragen. Der hat mit all seinen 12 Marken den Autoabsatz steigern können, trotz des Dieselskandals. 5,1 Millionen Fahrzeuge im ersten Halbjahr 2015, jetzt sogar 5,2 Millionen Autos. VW ist so in diesem Jahr bisher wieder der größte Autobauer der Welt, noch vor Toyota. Es ist natürlich auch wichtig, die Kunden zu halten, die Marktanteile zu halten. Unter anderem, indem man den Kunden Rabatte gewährt, sprich, dass man ihnen günstigere Fahrzeuge anbietet. Aber natürlich darf der Konzern auch nicht die Gewinngrößen außer Acht lassen. Das Geld wird benötigt. Denn auch im zweiten Quartal musste Volkswagen erneut hohe Summen beiseite legen wegen drohender Entschädigungen und Prozesse. Diesmal weitere 2,2 Milliarden Euro. Das schmälert den Gewinn. Vor Bekanntwerden der Dieselaffäre blieben VW im ersten Halbjahr 2015 5,7 Milliarden Euro Gewinn. In den ersten 6 Monaten dieses Jahres sind es nur noch knapp 3,6 Milliarden Euro, ein Gewinnrückgang um etwa 37%. Die Kernmarke VW bleibt das Sorgenkind von Manager Dies. Zielmarke war ursprünglich, dass von 100 Euro Umsatz 6 Euro Gewinn vor Steuern hängen bleiben. Zurzeit sind es trotz Sparprogramms nur 1,70 Euro. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli leicht gestiegen. Grund dafür ist die übliche Sommerflaute. Dennoch waren in diesem Monat so wenige Menschen arbeitslos gemeldet wie in keinem Juli der vergangenen 25 Jahre, insgesamt 2,661 Millionen. Das sind 47.000 Menschen mehr als im Juni, aber 112.000 weniger als im Vorjahresmonat. Die Quote liegt bei 6,0%. Mit einem emotionalen Auftritt hat sich US-Präsident Obama auf dem Parteitag der Demokraten in Philadelphia hinter seine frühere Außenministerin gestellt. Noch nie sei jemand für das Präsidentenamt so qualifiziert gewesen wie Hillary Clinton. Zugleich griff er den republikanischen Gegenkandidaten Trump an. Dieser wolle gewinnen, indem er Angst schüre. Lösungen für drängende Probleme habe er keine. Clinton will ihre Nominierung als Präsidentschaftskandidatin am Abend offiziell annehmen. Am zweiten Tag seiner Polenreise hat Papst Franziskus den Wallfahrtsort Częstochowa besucht. Dort thematisierte er während einer Freiluftmesse erneut die Flüchtlingspolitik des polnischen Staates. Das Land dürfe sich nicht abschotten, so Franziskus vor Zehntausenden Pilgern. Trotz aller Differenzen über die Aufnahme nichtchristlicher Flüchtlinge müsse das Volk geeint bleiben und am Glauben festhalten. In Krakau feierten am frühen Abend Hunderttausende Teilnehmer des Weltjugendtages den Papst bei einer großen Begrüßungszeremonie. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 29. Juli. Das umfangreiche Tief über dem Nordatlantik sorgt in weiten Teilen Deutschlands für wechselhaftes Wetter. Heute Nacht sind einige zum Teil kräftige Schauer unterwegs, örtlich auch Gewitter, im Verlauf vor allem im Osten. Morgen gibt es mal Sonne, mal dichte Wolken und gelegentlich Schauer oder Gewitter. Die größten Chancen auf längeren Sonnenschein bestehen im Osten und südlich der Donau. In der Nacht Tiefstwerte von 18 bis 12 Grad. Morgen an der Nordsee und in der Eifel 20, im Markgräfler Land 28 Grad. Am Samstag im Norden und in der Mitte Sonne, Wolken, einzelne Schauer, im Süden häufig Sonnenschein. Am Sonntag durchwachsenes Sommerwetter mit Schauern und Gewittern, die im Süden und Südosten heftig sein können. Montag überwiegend freundlich, örtlich aber auch Schauer oder Gewitter. Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr. Dann hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Olympia in Rio, Spiele im Schatten von Kriminalität. Außerdem Razzia in Hildesheim. Wie gefährlich ist die Salafisten-Szene in Deutschland?
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.